Vielleicht doch mal links rum aufräumen? Ich weiß ja nicht. Giruk und blubbert vor sich hin. Ist okay, ist okay. Eile 4 Stunden, ja, okay. Töten. Busch. Okay, dezenter Overkill. Apropos dezenter Overkill, Waffen. Deine Waffe war okay, deine Waffen sowieso. Du hast Mordred. Plus 8. Ja, du könntest besseren Offhand-Dolch gebrauchen. Also was Schaden angeht. Du hast schon was Gutes. Ja, nee, okay. Ich dachte, ich könnte da eventuell noch was drehen. Was sind das hier für komische Nischen? Na gut. One-Hit? Okay. Ja, der ist richtig gut. Weg, 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 weg. So. Was haben wir hier? Bisschen Gold. Nichts wirklich Tolles. Da geht's runter. Es wird immer verwinkelter. Oh, Blitze. Ah, wir kommen jetzt, glaube ich, in den Keller. Ja, könnte passen. Tür ist verschlossen. Okay. Versuchen wir uns mal zu merken, hier in der Ecke ist eine verschlossene Tür. Oh, Kiste. Du? Himmelsregen kann verzaubert werden. Du kannst verkauft werden. Du kannst verkauft werden. Was? Wie wo? Indoor Swimmingpool. Das ist ja schön und gut. Wenn man es so bedenkt. Interessantes Schloss. Lauter halbnackte Frauen und Swimmingpool. Weg. Au. Weg, 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 weg. Und warum ist hier so ein Rundgang um den Swimmingpool rum? Au. Fast gar keinen Schaden. Also diesen kleinen Kram können wir echt nur mit Nahkampfwaffen immer schön angreifen. Da müssten wir ab und an mal eine Heilung reinwerfen, aber hält sich wirklich in Grenzen. So. Hier sind wir jetzt unter der Tür, wo wir durch wollten, glaube ich. Hier kommen wir jetzt raus aus dem Poolbereich. Okay. Weg. Das könnte eine Wasserleitung sein. So eine Art Aquädukt. Oh, erstmal hier durchkämpfen. Weg, 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 weg. Und diese zwischendurch erwähnte Heilung, die ich gerade meinte, die sollten wir auch mal sprechen. Okay. Enter. Sehr viele halbnackte Frauen. Du Inferno. Du hau eine von denen. Du. Ja, nee, das bringt nicht wirklich viel. Prismenfeuer schon eher. Du Inferno. Prismenfeuer. Jetzt müssten die alle umkippen, okay. Oh, da sind ja noch mal so viele. Hallo? So, du. Ja, da kann ich gleich im Nahkampf durchfegen, ohne dass großartig was passiert. Und Girogon One hittet sie einfach, also okay. Du. Mach irgendwas, genau. Einfach töten. Hauptsache töten. Das sind viel zu viele. So. Töten, töten, töten. Warte mal. Genau, schön
hier hinlaufen. Enter. Viel besser. Töten. Du hauen, du Prismenfeuer. Du haust einfach mal eine Implosion rein, ist in Ordnung. So, ihr seid alle ziemlich kaputt. Das heißt, du machst jetzt bitte eine Heilung. Nee, eine geteiltes Leben. Rundenbasierend aus. Rundenbasierend aus. Und einfach nur ganz auf Y drücken. So, 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 so. Sehr gut. Doofe Magier schaffen wir auch so. Halten nichts aus. Genau, du. Weg mit ihr. Und was macht dieser eine Baum hier? Bist du was Besonderes? Ja. Schreibzeug, Schreibzeug, da. In den Baum ist eine Botschaft eingeritzt. Von 26 ist der dritte der erste. Rate von A bis Z, es ist nicht das schwerste. Was? Also ja, A, B, C sind 25 Buchstaben. 26. 26 Buchstaben. Der dritte der erste. Dritte der erste. Was? Also ist C, A. Dritte der erste. Von 26. Von 26 ist der dritte der erste. Gerade von A bis Z ist es nicht der schwerste. Ja, okay. Das. Oh. Du. Irrsinnheim. Also wir müssen irgendwo raten. Es könnten drei Stellen sein. Also eine dreistellig verschlossene Tür oder sowas in der Richtung. Dann ist das dritte das erste. Oder sind drei Schalter, man muss den dritten zuerst und den Rest raten. Hier sind einfach nur tierisch viele Gegner. Aber wenigstens keine Augen, ne? Kaputt. Jetzt noch so ein Luftwirbel. Komm her. Genau. Der mit bloßen Händen einen Tornado erlegt. Das so zu unserer Liste an Heldentaten. Von Herr über Leben und Tod und so weiter zu Erschlager von Twistern und Tornados. Da sind drei Fenster. Könnte das wichtig sein? Ich bezahle doch mal wieder 50.000 Gold an so ein doofes Rätselding. Dann habe ich das auch. Töten! Töten, töten. Jetzt hätte ich gerne langsam ein wenig Ruhe. Du erstmal Isenhain. Und ich werde hier keine Ruhe finden, da bin ich mir ziemlich sicher. Genau. Isenhain bei dir. Isenhain. Du könntest allerdings mal Leuchtfeuer setzen in. Also über Kriegsbeier. Da werden wir so schnell nicht mehr hin müssen. Und dann kannst du bitte hier rausspringen und schlafen lassen und wieder reinspringen. Du, Leuchtfeuer, da, Paradiestal. Geschlossen. Geschlossen. Okay. Willst du eine weitere Lektion der Arbeit? Level up, level up, level up, level up, level up.
Sehr gut. Um nicht zu sagen, gute Arbeit. Schatten für mehr Schaden. Meditation für mehr Mana. Das ist das Problem, immer und immer wieder. Oder Körper für mehr Heilung zwischendurch. Aber nee, das ist albern. Mach mal zweimal das und einmal das. Du einmal das. Ja. Du. Was mache ich mit dir? Nimm Wasser, damit deine Sprungpunkte länger halten. Und du sabberndes etwas. Erhöhe Schwert. Kondition, Kondition. Kondition, Kondition. Damit er jetzt richtig, richtig viele Lebenspunkte hat. Damit wir später, wenn wir die Punkte verteilen durch den einen Zauber, wir mehr bekommen. Macht sogar einigermaßen Sinn. Mehr als jetzt 21 Punkte für einen Punkt in Axt auszugeben, zumindest. Wie schaut's mit Platz aus? Platz ist ein bisschen mau. Also verkaufen. Die feinsten Rüstungen im Land. Bis demnächst. So, Waffenhändler war hier, glaube ich, auch. Genau. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Hast du für dich ganz tolle Dolche? Plus 5. Besser als plus 3, aber... Oh, 1 bis 12 Feuerschaden. Ich glaube, den kaufe ich für Talana. So. Zack. Und ja, der hier hat dann auch Int und Glück drauf, aber durch unseren Lichtbooster ist das nicht mehr so wirklich wichtig. Wir haben noch keinen neuen Handschuh gekauft, ne? Ja, okay. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber sie kriegen jetzt doch wieder Sachen in die Hand gedrückt, damit sie wenigstens irgendwas in der Hand haben. Ich weiß nicht. Identifizieren bitte. Ich weiß nicht. Wegschmeißen bitte. Verzaubern, bitte. Ausdauer plus 11. Hat irgendjemand kein Amulett? Oder wurde es mal aussortiert? Ja. Jo, dann kann das auch weg. Reparieren. Rüstungsklasse plus 10. Oder Feuerresistenz plus 15. Ich glaube eher die Rüstungsklasse. So. Das heißt nochmal zum Rüstungshändler. Der Rest kann ruhig drin bleiben erstmal. Verkaufen. Weg, weg, weg. Bis demnächst. So, du Fackellicht. Du Stunde der Kraft. Du bring uns bitte zurück nach Burg Alamos. Genau, hier war der ganz große Raum. Da wird irgendwas Wichtiges sein. Du mach bitte Schutz gegen alles. Du mach bitte Stunde, Tag der Götter. Gerugon Blubber weiter. Nee, zwei von unseren Magierinnen sind jetzt auch schon verrückt geworden. Aber ich werde das erst heilen, wenn wir hier mit durch sind. Weil ich glaube, es beeinflusst sie nicht wirklich negativ, außer bei der Regeneration von Zauberpunkten. Das tun sie eh erst, wenn wir schlafen. Du hüpf uns bitte raus hier. Genau. Weg. Weg, weg. Weg. So. Quatsch. Warum geht die immer noch da oben? Hundenführer ist tot. Du hüpf. Kaputt, 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 kaputt. Hey, das ist... Genau, schon besser. Du... Nein. Irrsinn heilen bei dir. So. Achso, jetzt kommen wir zu der Tür, die wir nicht öffnen konnten. Gucken wir mal. Twister weg. Also, heim weg.